Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wenn du also wissen möchtest, was ich aufgebraucht habe in den letzten Monaten und wenn du eine kurze Review hören möchtest, dann bleib doch einfach dran. Los geht's mit Altera Duschgel. Das ist ein Duschgel, das habe ich eigentlich sehr, sehr gerne benutzt, weil es einen sehr, sehr schönen, frischen, pflanzlichen Duft hat. Und das sind Bio-Mohnblume und Bio-Kornblume. Sommerliche, frische Reinigung und Pflege. Wie gesagt, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Duschgel von Altera Naturkosmetik. Ist eine LE gewesen, aber es kann natürlich sein, dass es diese noch gibt. Kann ich weiterempfehlen. Das hier, meine Lieben, das ist mein Lieblingsduschgel und das ist Gott sei Dank auch im Standardsortiment zu haben. Und zwar, ich glaube, in der Nähe der Sonnenpflege beim DM. Von Balea Duschgel After Sun. Und eigentlich ist es wirklich dafür gedacht, dass man nach dem Sonnenbaden oder nach dem Schwimmen im Meer, wenn man da sich abduscht, dass dadurch auch die Sonnencreme gut abgewaschen wird, das Salzwasser gut abgewaschen wird und schützt vor dem Austrocknen. Es ist ein blaues Duschgel, eine richtig tolle Farbe, ein richtig toller Duft. Es riecht nach Sonnencreme, nach Urlaub, nach Strand und das ist auch ganzjährig zu haben und das kommt auch immer, immer mit. Wenn ich im DM bin, nehme ich immer eine Flasche mit. Das ist ein Duschpeeling von Balea, eine Limited Edition ist es gewesen und ich glaube, ich habe auch im, es war reduziert, meine ich. Und ich muss sagen, es hat mir nicht so gut gefallen. Das ist ein, ein mit Kokosduft, aber die Peelingkörner haben mir nicht so gut gefallen. Das waren Kaffee-Peelingkörner und für den Körper fand ich es einfach, ich weiß nicht, es war erstens zu wenig Peelingkörner drin, ja, zu wenig Peelingkörner, aber zudem waren die Peelingkörner, die wenigen Peelingkörner, die da drin waren, waren einfach zu scharfkantig. Also ich weiß nicht, also es hat sich nicht unbedingt angenehm angefühlt auf der Haut und von daher bin ich froh, dass ich das aufgebraucht habe. Am Ende habe ich es für meine Füße und für meine Waden benutzt. Das hier, das sind auch Pflegeduschcremes, die waren die waren reduziert, deswegen habe ich sie mitgenommen. Und zwar sind das eigentlich Winterpflege-Duschgele. Der Duft hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht warum. So duftet es eigentlich ganz okay. Wonach kann ich auch nicht sagen. Das steht auch hier nicht drauf, was da drin ist. Es ist, keine Ahnung, leicht süßlicher Duft, leicht blumig. Aber da ist irgendein Duft drin, den ich, da ist eine Note drin, die ich nicht so mag und die sich auch auf der Haut ganz anders entwickelt. Und von daher bin ich froh, dass ich diese beiden Flaschen aufgebraucht habe. Darf LE gibt es sowieso nicht, war im Ausverkauf. Von daher kann man eh nicht nachkaufen. So, machen wir weiter mit Shampoo. Und zwar ist es so, dass ich auch hier zugeschlagen habe bei den Shampoos, die waren nämlich im Ausverkauf. Das ist von Balea. Winter Protect Shampoo heißt es. Das ist für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. War super reduziert und von daher habe ich gedacht, probierst du das mal aus. Vielleicht kommt das nächstes Jahr wieder. Wenn es gut ist, habe ich Glück. Wenn es nicht gut ist, auch nicht schlimm. Es war gut, muss ich sagen. Also der Duft war schön frisch. Es tat meinen Haaren gut, es tat meiner Kopfhaut gut und wenn es das noch gibt, würde ich es kaufen, nachkaufen, beziehungsweise im nächsten Jahr, wenn das nochmal kommt, würde ich es nachkaufen, weil der Duft war okay und die Wirkung war auch super. Eine Empfehlung. Weiter geht's mit Isana. Das ist ein Sensitiv-Shampoo, also für empfindliche Kopfhaut und für normales Haar. Und ja, ich fand es gut, weil der Duft war sehr angenehm, Kattenflower und Kornblume. Es riecht wirklich sehr, sehr schön nach. Das ist ein ganz, ganz spezieller Duft, aber es riecht wirklich sehr, sehr schön.
Und ich fand es auch nicht schlecht, ja, von der Pflegewirkung, hat meinen Haaren gut getan, habe meine Kinder auch benutzt, weil es halt sensitiv ist und ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und was ich auch gut finde, ist, dass Isana jetzt hingegangen ist und hier eine Kennzeichnung noch gemacht hat und spezifisch darauf hinweist, dass kein Mikroplastik drin ist. Eine weitere Empfehlung als Kindershampoo, die gibt es auch in der Sorte Aprikose. Und ich weiß nicht, also ich glaube, das ist eins der besten Kindershampoos, die ich gehabt habe. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es die, ja, die Haare entwirrt hat. Der Duft war wunderschön. Es war richtig angenehm, Kinderhaare zu waschen. Und die Kinder kamen da auch selber gut mit klar. Das ist von Garnier, wahre Schätze für Kinder mit Kirsche und Süßmandel. Und wie gesagt, da gibt es auch einen mit Aprikose, kann ich auch weiterempfehlen. Der einzige Nachteil bei dieser Flasche ist, dass man die nicht so einfach öffnen kann. So jetzt, dann sind meine Kinder natürlich älter, jetzt geht's. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Eine weitere Empfehlung ist das Hair Food. Das Hair Food, das gibt es von Garnier. Genau, Garnier Fructis. Und zwar in der Sorte Aloe Vera. Und ich fand es richtig gut. Es war sehr ergiebig. Ja, das ist so ein großer Pott. Und komplett leer gemacht. Ja, man kann es sich ganz einfach rausholen, in die Haare einmassieren und der Duft war sehr, sehr schön. Riecht immer noch sehr gut nach Aloe Vera und kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es ist vegan, es ist 98% biologisch abbaubar, dermatologisch getestet, pflanzliche Öle ohne Silikone und ja, für ein natürliches Haargefühl. Das gibt es auch in der Sorte, ich glaube, Banane, aber das möchte ich mir nicht holen, weil ich mag keinen Bananengeruch in meinen Haaren. Dann habe ich hier noch eine Empfehlung, das ist von Schwarzkopf. Das war aber reduziert, komischerweise, auf 1 Euro, meine ich, irgendwie. Unter 1 Euro, ich weiß es nicht. Da habe ich mir aber auch, ich glaube, zwei geholt, ja. Eine steht noch in der Dusche. Und zwar ist das Meerestraum. Die Flasche besteht aus 96% recyceltem Plastik. Genau, und das ist ein ganz einfaches Shampoo. Aber ich fand den Duft sehr frisch. Meine Kinder haben es benutzt, mein Mann hat es benutzt. Also es ist eigentlich Unisex sozusagen. Ich habe es auch im Urlaub benutzt und ja, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber falls es noch wiederkommt, dann kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und das letzte Shampoo, das ist auch eins meiner Lieblinge, empfehle ich immer weiter. Dieses hier von Elvital Loyal, Elvital Öl Magique und dann das andere mit Tonerde. Die beiden, das sind meine Lieblingsshampoos. Und das Öl Magique, das duftet auch. Ach Gott. Ach, so schön, mit 6 kostbaren Blütenölen, das macht die Haare seidig, das Haargefühl oder das Pflege- oder das Waschgefühl beim Haarewaschen ist sehr angenehm, weil es die Haare wirklich sehr entwehrt und der Duft bleibt auch in den Haaren und ich finde es so wunderbar, das ist jetzt speziell für trockenes Haar. So, es geht weiter und zwar hatten wir ja einen richtig warmen Sommer und aktuell, seit gestern, ist es schon wieder soweit. Also wir haben wirklich 30 Grad Temperaturen aktuell und ich glaube die ganze Woche auch noch. Ja, die habe ich benutzt, weil wir wirklich alle hier geschwitzt haben. Wir haben keine Klimaanlage hier. Leider ist es hier auch nicht isoliert, ja, in dieser Wohnung oder in diesem Haus. Und
Ventilatoren haben nichts gebracht und wenn man dann noch ein großes Fenster hat, hier in meinem Büro sozusagen, ja, dann erhitzt es einfach die Räume. Und ich habe das auch meinen Kindern gegeben, ja, also die haben da auch wirklich drunter gelitten und wir haben alles Mögliche gemacht. Naja, auf jeden Fall haben wir das auch benutzt und das ist einfach Bandeja Wasserspray Aqua. Es gibt auch andere Sorten in verschiedenen Duftrichtungen, aber das habe ich speziell meinen Kindern auch gegeben, damit sie sich so ein bisschen abkühlen können, oben im Schlaf in ihrem Kinderzimmer. Ja, weil es wirklich sehr angenehm ist, ja, man sprüht es auf die Haut auf und dann kühlt es die Haut so ein bisschen durch die Wassertropfen und 4 Stück sind auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier noch ein Radiergel aufgebraucht, die habe ich immer in meinem Backup, da habe ich einige von. das ist ein LE gewesen, die habe ich aufgekauft, kann man wohl sagen, weil die runtergesetzt waren auf 40 Cent. Das ist das Rasiergel in der Sorte Iced Berry. Duftet nach Beeren und Jasmin. Ich komme mit denen super klar, die verstopfen die Klingen nicht. Ja, also ich benutze ich hauptsächlich zum Rasieren. Und ja, ich kann es auf jeden Fall weiter. Noch eine Empfehlung. Ein ganz normales Balea Waschgel. Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Das ist für normale Haut oder normale Mischhaut. Und das habe ich schon als Teenager benutzt. Also ich habe da lange, lange eine Pause gemacht, weil ich ja andere Kosmetik angewendet habe. Ein bisschen höherpreisigere Kosmetik bzw. Waschgel und das kann ich trotzdem weiterempfehlen, weil es nicht, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut ist. Es ist nicht teuer und macht seinen Job und ich mag den Duft. Es ist ein frisches, ja, frischer, sauberer Duft und das habe ich, kaufe ich auch eigentlich immer wieder nach. Und weiter geht's mit Balea Creme Peeling. Wie soll ich sagen, also meine Haut peele ich halt nicht sehr oft, ja, weil man da so ein bisschen vorsichtig sein muss, aber das war ganz okay, ja, es war jetzt nicht zu stark oder zu scharfkantig für die Haut, das war eigentlich ganz angenehm, ich mochte den Duft auch sehr gerne, das ist auf jeden Fall auch so drauf. Und zur Gesichtspflege habe ich aufgebraucht meine Christine Kaufmann Energizing Cream. Leider gibt es die Reihe nicht mehr, seit Christine Kaufmann verstorben ist und ihre Tochter es nicht hinbekommen hat, aus irgendwelchen Gründen das Lebenswerk ihrer Mutter weiterzuführen. Und deswegen habe ich, bin da sehr sparsam mit umgegangen. Es war richtig schön, angenehm. Es gibt es nicht mehr, da muss ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Das war eigentlich eine meiner Lieblingspflegecremes. Ist mir einmal runtergefallen, da ist der Deckel abgebrochen. Ja, aber ich habe es richtig genossen, das zu benutzen. Und jetzt ist leer. Alle. Schade. Was ich nicht so empfehlen kann, das ist, was ich auch sehr schade finde, weil ich diese Firma sehr, sehr mag. Das ist von Fair Organic, von I+M Berlin. Das ist eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, aber wie soll ich sagen, also sie hat sich quasi auf meine Haut gelegt, ich konnte sie nicht so gut einarbeiten, das hat ewig lange gedauert, bis sie eingezogen ist und ich habe auch versucht, sehr wenig zu nehmen, aber trotzdem, für mich war das einfach nichts, kann ich leider nicht weiterempfehlen. Ich habe es hinterher für meinen Körper benutzt, um es nicht wegzuschmeißen, sondern es komplett aufzubrauchen. Aber auch hier an den Armen, überall auf der Haut habe ich gemerkt, dass das einfach nicht einziehen möchte. Ja, ich habe gecremt, die Creme,
Die ging einfach nur hin und her und die zog einfach nicht ein und von daher leider keine Empfehlung. Doch, was ich eigentlich wohl empfehlen kann, das ist von Ben und Anna Sensitive, das ist ein Deo, ja, eine Deo-Creme eher oder ein Deo-Stick und es ist halt Naturkosmetik, glaube ich, ne, also das ist, da ist kein Plastik drin, genau, cruelty-free, vegan, ohne Aluminium, pipapo, das ist hier alles Papier und das ist ein Stick, den man quasi, man muss das hier so reindrücken, um das Ganze, den ganzen Stick hochzudrücken und hinterher wurde es nämlich eklig, das mochte ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist halt eine Creme, die hat man sich halt unter die Achseln geschmiert und es duftet auch nach gar nichts, aber die Wirkung war super. Die Wirkung war sehr gut, weil ich glaube, man braucht ungefähr zwei, drei Tage, bis sich der Körper bzw. hier dieser Bereich an diese Creme gewöhnt haben, kann man das sagen? Auf jeden Fall, wenn man das regelmäßig anwendet, dann ist die Wirkung sehr, sehr gut. Du riechst nicht mehr, auch wenn du Sport machst. es hält dich eigentlich frisch, aber es duftet nach nichts. Also ich bin hinterher auch noch mal hingegangen mit so einem kleinen Parfüm, ja, damit ich so nach irgendetwas rieche. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Der kleine Nachteil ist halt, wenn es zu warm wird, so wie in der letzten Zeit, dann wird das Ganze weich und dann muss man einfach aufpassen, dass das hier oben nicht abbricht. Aber sonst fand ich es richtig gut. Auch aufgebraucht, Sebamed. Für trockene Haut eine Pflegelotion. War okay. Eine ganz einfache Pflegelotion. Hautberuhigend, hautglättend mit pflanzlichen Phytosterolen und es ist eine leichte Lotion und gerade jetzt in der warmen Zeit finde ich eine solche Lotion ganz angenehm und von daher absolut in Ordnung. Vom Duft her riecht es eher einfach nur nach Creme, ja, nach Handcreme oder so, sehr neutral und kann ich aber von der Wirkung, vom Gefühl her so weiterempfehlen. Und weiter geht's mit den Garnier Skin Active Masken. Die sind einfach toll, muss ich sagen. Also ich finde diese Tuchmasken von Garnier und von Schäbens, ja, die habe ich aufgebraucht. Die sind immer gut, finde ich, vom Gefühl her, von dem Ausschnitt der Maske, von der Größe, von der Wirkung, ich finde die richtig, richtig gut. Also einmal hier die von Schäbens Cell Therapy Hydrogel Maske. Aktiviert die Zellen, glättet die Haut, verbessert die Elastizität. Das ist dann so in zwei Teilen aufgeteilt, ne? Diese Passform, von daher passt das eigentlich auf jedes Gesicht. Es gab auch Masken, die nicht so gut auf mein breites Gesicht gepasst haben. Das ist von Garnier, fand ich auch sehr, sehr gut. Eine Hydrabomb-Tuchmaske für die Nacht. Das heißt, das habe ich mir dann auch vor dem Schlafengehen noch aufs Gesicht gelegt. Und das Gleiche habe ich dann auch mit dieser hier gemacht. Ne, war das die hier? Ne, ich glaube, die habe ich tagsüber benutzt. Genau, die habe ich tagsüber benutzt. Und das ist nämlich eine, die sehr erfrischend ist. Ja, die gegen trockene und müde Haut ihre Wirkung entfaltet. Und ich fand die auch nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, mir gefallen die
mit diesem durchsichtigen Serum besser als dieses hier. Das ist halt so ein Milch. Na, Creme. Es war sehr milchig, das fand ich jetzt nicht so toll. Aber gut, es ist Kokosmilch, ne? Das kann man auch anderes erwarten. Aber ich finde die richtig gut. Dann habe ich noch einen Langzeittest gemacht. Und zwar mit Beauty Mate. Kann man das sehen? Hallo? Ja. Beauty Mate. Ja, das hier und noch der Booster, das ist so ein Fläschchen mit einem Serum drin. Man kann diese Creme und das Serum zusammen mischen oder man kann die auch einzeln benutzen. Ich habe einen Langzeittest gemacht und habe ich auch auf meinem Blog mamizauber.de veröffentlicht. Also wer dich dafür interessiert, wer das gerne nachlesen möchte, kann das tun. Alle Kontaktdaten, alle Seiten und so weiter sind unten in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal rein und das ist einfach eine ganz tolle Creme gewesen, muss ich sagen. Sie war auch sehr ergiebig, weil ich das gemischt habe mit dem mit diesem Booster und ja, ich fand die richtig gut. Schaut diese Review an, die war wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich. Und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich auch gebraucht das Micellenreinigungswasser von Garnier Skin Active. Und zwar All-in-One Waterproof. Benutze ich zum Abschminken. Fürs Augen-Make-up. Und dann gehe ich ins Bad und wasche mir gründlich mein Gesicht. Aber ich fand es gut, weil es einfach auch wasserfestes Make-up schonend von den Augen entfernt. Im Moment benutze ich ein anderes, und zwar von Sebamed, meine ich. Ich guck mal gerade. Und das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das heißt also, wenn ihr keine Garnier Skin Active Fans seid, dann probiert mal das hier. Moment. Das hier. Das ist von, das ist auch ein Micellenwasser, aber ich finde, es tut seinen Job auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, also ob ich es mir nachkaufen kann, ich kann es auf jeden Fall empfehlen für richtig starkes Augen-Make-up. Um das zu schonen, zu entfernen. Ich schaue mal, ja, also das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen bisher. Jo, dann habe ich endlich das hier aufgebraucht und das war, was soll ich dazu sagen? Alverde fixierendes Spray. Also ich tue immer Fixierspray über meinem Make-up drüber. Weil es einfach das Ganze nicht mehr so cakey aussehen lässt. Und ich finde, Fixiersprays tun auch ihre Arbeit sehr gut. Dieses fand ich eigentlich, wie soll ich sagen, also es hat seinen Job eigentlich auch getan, ja, aber es hat auch meine Haut gebrannt, so ein bisschen. Und ich fand es jetzt nicht, vielleicht ist es nicht für meine Haut geeignet, ich weiß es nicht, aber auch die Sprühverteilung fand ich jetzt auch nicht so toll, irgendwie. Es war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das von anderen kenne. Und vom Duft her fand ich es auch okay. Es ist ein Naturkosmetikduft, ja, das muss man mögen. Aber nachkaufen würde ich sowieso nicht, weil es halt einfach so ein bisschen gebrannt hat. Kommen wir zur dekorativen Kosmetik und ich habe aufgebraucht, beziehungsweise das ist schlecht geworden, aber ich habe es auch wirklich sehr lange benutzt. Und zwar ist das von NYX, der Lingerie Lip Color, ja, Lip Color, ist das ein Lip Color? NYX Lingerie Reihe, ja, das ist ein Lippen, wie nennt man das? Mensch, ich bin hier wieder außer Übung. Liquid Lipstick, Liquid Lipstick, genau. Also das ist eine sehr schöne Farbe gewesen und der Duft ist nicht mehr so gut, von daher kommt es weg. Die Farbe ist
so eine Art Rosenholz. Rosenholz, würde ich sagen. Ein lila Einstich, Rosenholz. Das kommt auf jeden Fall weg, weil es nicht mehr dann gut riecht. Weiter geht's mit Fourth Lash Schmetterling Mascara von, ich glaube, L'Oreal, genau. Ist nicht für mich, glaube ich, nicht mehr. Also ich habe die früher sehr gerne benutzt. Sie fächert die Wimpern auch sehr schön. Aber was mir einfach fehlt ist, sie macht auch länger, ja, aber was mir fehlt ist, warum habe ich denn diesen Fleck hier? Was mir fehlt ist Volumen. Also sie hat bei mir kein Volumen gezaubert. Und würde ich mir persönlich jetzt nicht nachkaufen. Und ja, ich habe sie lange benutzt. Jetzt fängt sie an zu duften. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Iconista von Catrice. Ich finde die toll. Ich habe die auch lange benutzt. Ich werde sie mir auch nachkaufen. Es gibt sogar die blaue Variante. Vielleicht hole ich die mir auch, um sie auszutesten. Sie zaubert Volumen, wie ich finde. Also die hält auch sehr lange und ich finde die richtig gut. Richtig gut. Das ist eine Mascara, da habe ich auch eine Review gemacht, kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken, könnt ihr das mal anschauen. Das ist eine Mascara, die würde ich immer wieder machen. Dann haben wir hier von Weleda Lip Balm, auch aufgebraucht, beziehungsweise nicht ganz, denn sie ist mir vorher schlecht geworden, bevor ich sie aufbrauchen konnte. Ja, ich fand die ganz okay, aber ich fand sie nicht, nicht sehr, wie soll ich sagen, hygienisch. Irgendwie nicht, weiß ich nicht warum, aber ich mag diese Applikatoren hier oben nicht, weil man das nicht so schön verteilen kann. Es hat wirklich eine sehr schöne natürliche Farbe zusätzlich zur Pflege gezaubert und so für zwischendurch fand ich Nu Skin, vielleicht kennt ihr die Firma, und zwar ist das die AP24 Anti-Plug Atemspray. Ich habe die Zahnpasta übrigens AP24 benutzt, regelmäßig. Die werde ich mir auch nochmal nachkaufen, kann ich absolut weiterempfehlen. Aber das hier nicht, weil ich weiß nicht, ob ich da ein Montagsprodukt hatte, aber die ist noch voll, aber ich kann sie nicht vernünftig anwenden. Oder ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber es spuckt mich förmlich an. Also die Sprühfunktion, ich weiß nicht, die spuckt mich an. Kann man das sehen? Ich weiß nicht. Also der Strahl hat mir nicht gefallen und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss das ja auch so. Aber ich kenne auch andere Atemsprays, wie zum Beispiel, ich glaube, Odol, die haben sowas, oder Balea. Nee, nicht Balea. Wer ist die Reihe? Von DM auf jeden Fall. Super, finde ich super, aber das hier nicht. Das riecht auch nicht so frisch, wie ich mir das erhoffen würde. Es riecht nach süßem Kaugummi, so, genau. So, das war mein Aufgebrauch-Video. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben, abonniere diesen Kanal, wenn du keines dieser Videos verpassen möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.